Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, es ist immer bemerkenswert, wenn der Innenminister so ganz ohne Vorbereitung in die Debatte geschickt wird. Das rächt sich dann auch manchmal, möchte ich jetzt doch mal hier an dieser Stelle darlegen. Zunächst mal, Herr Minister, der Bundesgerichtshof hat es nicht kassiert, hat es aufgehoben und zurückverwiesen zur näheren Beratung. Und selbstverständlich sind die Ausführungen, die ich jetzt zitiert habe, nämlich legislatives Unrecht, nicht im Urteil enthalten. Das war Teil der Begründung in der mündlichen Verhandlung. Und selbstverständlich erwächst so etwas nicht in Rechtskraft, genauso wenig wie die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht aus dem Juli 2020, was die materiell-rechtliche Bindungswirkung anbelangt. Insofern können sich Ihre Belehrungen dort klemmen. Das ist überhaupt nicht Gegenstand der Aussage gewesen, sondern das war Teil der mündlichen Verhandlung, wie ich sie gerade zitiert habe, aus dem März. Das Urteil ist aus dem April. Da hätten Sie schon am Zeitstempel erkennen können, dass es um ein Zitat aus der mündlichen Verhandlung seitens der Richterin ging. So viel zur Präzision. Herr Noack hatte mich gefragt, ich solle nachweisen, dass hier seitens von Behörden oder Regierung hier abgehalten wurde, Widersprüche einzulegen. Am 23. September 15, ich glaube genau heute vor 5 Jahren, haben wir hier einen Antrag gestellt, Drucksache 6-2548 im Landtag, 1,5 Monate, bevor die Rechtsprechung aus Karlsruhe erging, November 15, hier im September 15 zum Antrag gestellt, nämlich auf Rückerstattung der Altanschließerbeiträge. Zu einem Zeitpunkt, wo man noch die Chance gehabt hätte zu reagieren, vor der Rechtsprechung. Da führte der Innenminister des Landes Brandenburg, SPD, Herr Schröter, aus, diesen Antrag brauchen wir nicht. Alles andere würde eine endlose Kette von Rechtsstreitigkeiten auslösen. Es würde zu einer Arbeitsbeschaffung für Rechtsanwälte, aber auch einer flutgerichtlichen Auseinandersetzung führen, die wir gerade jetzt nicht gebrauchen können. Von der Regierungsbank wird doziert, wir brauchen keine rechtliche Auseinandersetzung. Lassen Sie das mit dem Antrag. 1,5 Monate später kriegen Sie bescheinigt, dass es rechtswidrig ist, wie gehandelt worden ist. Und wie sehr es Ihnen um Rechtsstaatlichkeit ging, als dann das Urteil, der Beschluss erging, hat noch im März 16 von der Regierungsbank Herr Schröter doziert, es sei eine Fehlentscheidung des Bundesverfassungsgerichts ergangen. So viel zum Thema, wie man respektvoll mit Entscheidungen umgeht. Aber trotz der Winkelzüge des Innenministers hat natürlich die CDU hier ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Ich darf mal kurz hier aus der Wasserzeitung des Abwasserverbandes Strausberg-Erkner zitieren, und zwar den damaligen Bürgermeister der Stadtgemeinde Rüdesdorf, André Schaller. Ich zitiere: Es ist ein echtes Ärgernis, dass das Land Brandenburg die Problematik um die Altanschlüsse auf Verbände wie unseren Wasserverband Strausberg-Erkner abwälzt. Wenn über 20 Jahre nach der Wiedervereinigung solche finanziellen Forderungen erhoben werden können, dann haben wir ein wirkliches Problem mit der Verjährung. Aus meiner Sicht sind Verjährungsfristen dazu da, Vertrauensschutz für die Menschen zu schaffen und damit einen gewissen Rechtsfrieden herbeizuführen. Die vom Land Brandenburg in diesem Fall gewählte Fristenregelung halte ich für nicht richtig. Meine Damen und Herren, jetzt kann man sagen, er war damals nicht dabei. Ich habe vorhin 2 Anträge der CDU zitiert aus der letzten Wahlperiode. Es gab ja noch weitere, und zwar vom 9. Mai 17, Drucksache 6571, Rechtsfrieden für Altanschließer in Brandenburg. Recht hat die CDU. Dann vom Dezember 17, Drucksache 6-7724. Fürs Protokoll, der Fraktionsvorsitzende sagt, man habe jetzt Rechtsfrieden, der Fraktionsvorsitzende der CDU. Ich glaube, das wird sich gut eignen in der öffentlichen Diskussion. Antrag der CDU vom Dezember 17, hier heißt es dann, Rechtsfrieden für Altanschließer endlich herstellen. Insbesondere soll Rechtsfrieden dadurch geschaffen werden, so die CDU, dass allen Betroffenen die aufgrund verfassungswidriger Bescheide gezahlten Beiträge erstattet werden können. Und bevor der Populismusvorwurf kommt, jetzt erhebe ich ihn mal, alle 4, 5 Anträge von Ihnen selbstverständlich damals ohne Deckungsvorschlag, das Rufen im Walde. Nun, endlich Rechtsfrieden, rief die CDU vor 2 Jahren. Nun, wie sieht es aus nach jetzt 5 Jahren ohrenbetäubendes Schweigen hier zu der CDU? Warum? Weil Rechtsfrieden entstanden sei, wie wir gerade in einem rüden Zwischenruf gehört haben. Oder etwa deswegen, weil die CDU den Resonanzboden der Beliebigkeit und die Drehtür des Positionslimbos erreicht hat. Hat Gerechtigkeit, Rechtsfrieden bei Ihnen nur ein Haltbarkeitsdatum bis zum Ende der Wahlperiode? Möchte ich Sie fragen, meine Damen und Herren. Aber in Summe tragisch ist das alles, wenn mittlerweile seit 10 Jahren das auf den Rücken der Betroffenen ausgetragen wird. Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Berechenbarkeit behördlichen Handelns kann nur wiederhergestellt werden, wenn das Land eine Lösung offeriert. Wir müssen echten Rechtsfrieden herstellen. Und so wie man das Wasser zur Quelle nachverfolgen kann, kann man das auch hier bei dieser Regelung tun. Und der Anfang dafür wurde im Landtag gesetzt. Und deswegen muss das Land auch eine Verantwortung tragen und endlich eine Lösung entwickeln, zum Beispiel durch Beschluss einen der beiden Anträge wenigstens. Vielen Dank.